Hallo liebe Freunde, heute sehen wir mehrere Interviews mit Veteranen der Waffen-SS. Bevor ich mit dem Video beginne, möchte ich klarstellen, dass es historischen Zwecken dient und ich nicht die Waffen-SS verherrlichen möchte. Die Interviews wurden nach dem Konflikt geführt. Wir begannen mit dem des SS-Obersturmführers Georg Isecke. Danke, dass Sie sich mit mir treffen. Zunächst möchte ich Sie fragen, was Sie zu SS hingezogen hat. Für mich war es eine leichte Entscheidung. Ich bin ein bisschen spät zur Leibstandarte gekommen. Ich kann die SS als eine Kreuzung zwischen der römischen Prätorianergarde und den kaiserlichen Leibgard-Husaren beschreiben, sehr elitär und engagiert. Vor dem Krieg war es sehr schwierig, in die SS einzutreten. Man musste überwiesen werden, Prüfungen bestehen und sehr harte Tests bestehen. Ich erinnere mich noch an die medizinischen und mündlichen Prüfungen, denen man sich unterziehen musste. Reichsführer Himmler entwarf die SS als neue Vorhut für Deutschland, die uns in eine neue Ära führen sollte, ganz im Dienste des Volkes und für sein ewiges Bestehen. Wir mussten beweisen, dass unsere Abstammung wirklich norddeutsch war. Damit meine ich, dass das deutsche Volk, das zu einem bestimmten Stamm der nordischen Völker gehört, besondere rassische Merkmale aufweist. Himmler sah diese Linie unter Beschuss und entwarf einen Plan, um das Überleben unserer Völker zu sichern, indem er die genetische Gesundheit im Auge behielt. Die SS galt in Nazi-Deutschland als eine sehr elitäre Gruppe. Wer in der SS war, war wirklich jemand. Wir bekamen große Vergünstigungen, gute Gehälter, Respekt und sogar etwas Macht im Staat. Für mich war es eine natürliche Entscheidung, obwohl ich Freunde hatte, die mich dazu drängten. Es war ein gutes Sprungbrett, um in der Armee oder in der Wirtschaft aufzusteigen. Mir wurde beigebracht, dass die SS-Ausbildung bizarr war, dass scharfe Munition auf die Rekruten abgefeuert wurde, dass Handgranaten in den Helm gesteckt wurden und dass es eine umfassende Gehirnwäsche gab, Tag und Nacht. Können Sie darüber sprechen? Ich fürchte, du bist falsch informiert, Junge. Einige Autoren stellen uns gerne als eine Art überragende Soldaten dar, die allen anderen überlegen sind, was wir nicht waren. Wir haben geblutet und sind gestorben wie alle anderen auch. Was uns auszeichnete, war, dass wir fest an die Richtigkeit unserer Überzeugungen und an die Loyalität zu unserem Führer glaubten. Wir benutzten scharfe Kugeln auf dem Schießstand und Granaten auf speziellen Kursen, aber niemals in unseren Helmen. Während der Ausbildung gab es so viele Unfälle, dass wir äußerst vorsichtig sein mussten. Die meisten der Männer hatten keine militärische Ausbildung. Es war also ihre erste Erfahrung mit Waffen. Wir haben politische Diskussionen geführt, aber eher, um in einem informellen Rahmen etwas über das Weltgeschehen zu erfahren. Manchmal nahmen uns unsere Führer in einen Schulungsraum mit, um Änderungen in Gesetzen und der staatlichen Politik zu besprechen. Natürlich wurde von uns erwartet, dass wir Mein Kampf lesen, um zu verstehen, was unsere NS-Revolution ausgelöst hat. Viele von uns hatten es bereits gelesen und wir wollten Teil der Bewegung sein. Nicht alle SS-Mitglieder waren in der NSDAP. Unsere erste Ausbildung war sehr stark auf Unterricht, Gehen und Ordnung ausgerichtet. Es hieß, früh zu Bett gehen, früh aufstehen, Bewegung, Laufen, Schwimmen und andere Formen der Gymnastik. Wir hatten Kontrollen und je nachdem, wie sie ausfielen, bedeutete das einen Tag Freiheit oder einen Tag Arbeit. Wir wurden auch in die Gemeinde geschickt, um älteren Menschen bei der Hausarbeit und beim Putzen zu helfen. Ich wurde mit einem Veteranen des Krieges von 1870-71 zusammengetan. Ich bewunderte sein eisernes Kreuz und hoffte, mir eines Tages mein eigenes zu verdienen. Er war sehr alt und pingelig, aber er freute sich über die Arbeit, die wir für ihn erledigten. Das war also unsere erste Ausbildung, sehr körperlich, viel marschieren und niedere Arbeiten. Haben Sie Hitler jemals getroffen, seit er in der Leibstandarte war? Ja, ein paar Mal. Wir trugen seinen Namen und er besuchte uns oft. Ein Kamerad hat mir eine schöne Geschichte erzählt. Er war Wachmann im Kanzleramt und es war ein heißer Sommer im Jahre 1939. Der Führer kam spät nach Hause, wo es bereits brütend heiß war.
Da er sich um seine schwarz uniformierten Soldaten sorgte, bat er um häufige Ablösung und schickte ihnen Limonade. Sie bekamen also ein Glas Limonade zu trinken, während sie Wache hielten. Unerhört, aber so war der Führer. Es heißt, dass er in unserem Schwimmbad in Lichterfelde gebadet hat, aber ich habe ihn nie gesehen. Ich habe gehört, dass Sie an der Ostfront mit dem Panzerleibstandarte-Regiment gekämpft haben. Wie war das für Sie? Ja, ich habe mich für die neuen Waffen interessiert und gesehen, was sie in Polen und Frankreich bewirken konnten. Als wir Russland angriffen, wurden sie mit großem Erfolg eingesetzt. Aber sie waren immer zu knapp und wurden bald von der T-30-4 und anderen russischen Entwicklungen überholt. Ich wurde zum Offizier befördert und diente mit einigen sehr bekannten Namen. Ivan kannte uns sehr gut und setzte ein Kopfgeld auf uns aus. Das Panzerleibstandarte-Regiment besiegte Ivan wiederholt. Und überall, wo unsere Panzer hinkamen, ging die Zahl der Opfer in die Höhe. Sepp Dietrich und Paul Hauser sorgten dafür, dass wir die beste Ausrüstung erhielten, sehr zur Verachtung der Armee. Ich konnte in dem neuen langläufigen Panzer 4 mitfahren und beobachten, wie er den 34er aus großer Entfernung abschießt. Etwas, das wir vorher nicht gesehen hatten. Bis dahin konnten wir nur unsere 75 mm Panzerabwehrkanonen zu diesem Zweck einsetzen. Ein Problem bei allen Panzereinheiten war, dass diese Maschinen wirklich Maschinen waren und oft ausfielen. Manchmal zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ich habe das oft erlebt und unsere Bergungsmannschaften waren immer wieder die Helden der Einheit. Ich trug gerne den schwarzen Umhang, denn wenn ich bei Wartungsarbeiten half, konnte der Schmutz minimiert werden. Bei den wirklich schmutzigen Projekten trugen wir spezielle Schutzanzüge, um unsere Umhänge nicht zu ruinieren. Wie war Ihr Eindruck von dem russischen Soldaten? Er war ein lustiger Kerl. Die meisten von ihnen waren lausige Menschen und noch schlechtere Soldaten. Sie hatten keine Disziplin und wenn sie in Hafträumen untergebracht waren, benahmen sie sich manchmal wie Tiere, bestahlen sich gegenseitig, kämpften und töteten sogar. Ich habe es 41 erlebt. Ein politischer Offizier befahl, die Gefangenen zu töten, die uns geholfen hatten. Ich weiß, dass sie ihn herausholten und erschossen. Und danach konnte kein politischer Offizier mehr mit regulären Soldaten zusammen untergebracht werden. Ich möchte noch etwas zu den Kriegsverbrechen sagen. Heute werden wir aller möglichen Verbrechen beschuldigt, die gegen alle Gesetze und unterzeichneten Verträge verstoßen. Von den ersten Tagen von Barbarossa an haben die Russen die Regeln des Krieges verletzt. Natürlich versuchen sie heute, den Spieß umzudrehen. Aber ich habe aus erster Hand gesehen, wie Soldaten getötet wurden, mit Kopfschüssen, die sich offensichtlich ergeben hatten. Das verfolgte uns den ganzen Krieg hindurch. Wir hatten den strikten Befehl, uns an die Haager und Genfer Konventionen zu halten. Unsere Führer besprachen diese Kriegsgesetze mit uns, da wir Soldaten an der Front waren. Allerdings war es für einige schwierig, ihre Wut zu zügeln, denn manchmal bezahlten die Schuldigen, vor allem politische Offiziere, ihre Gefangennahme mit dem Leben. Besonders grausam waren sie gegenüber der Zivilbevölkerung in den von ihnen zurückeroberten Gebieten. Sie schienen jeden zu töten, der mit uns befreundet war. Auch das habe ich aus erster Hand gesehen. Ich möchte hinzufügen, dass wir sehr freundlich mit der russischen Bevölkerung umgingen. Sie gaben uns Essen, Unterkunft und viele Männer hatten russische Freundinnen. Obwohl uns gesagt wurde, dass wir keine sexuellen Beziehungen haben sollten, weil man daraus schließen könnte, dass wir die Frauen ausnutzen würden, was viele nicht taten, da sie russische Frauen attraktiv fanden. Wie ist er in die Hitlerjugend gekommen? Im Jahr 43 war ich bereits ein erfahrener Veteran an der Ostfront. Und ich habe mich bewährt, ich war BI Max Wunsche, der sehr bekannt ist. Er wurde gebeten, einem Veteranenkorps einer neuen Division beizutreten und er nahm an. Ich war sein Assistent und als er ging, ging ich auch. Es bedurfte keiner großen Überzeugungsarbeit. Ich muss sagen, als ich hörte, dass diese neue Division aus jungen Hitlerjungen bestehen sollte, war ich sehr skeptisch, dass sie effektiv sein würde. Ende 43 begannen wir schrittweise mit der Ausbildung. Wie verlief die Ausbildung? Es war ganz anders als das, was ich erlebt hatte.
Wir ließen die ganze Ausbildung und den Feinschliff weg. Wir konzentrierten uns ausschließlich auf die Kampftaktik und darauf, die Jungs kampfbereit zu machen. Jeder wusste, dass es eine neue Front geben würde und die logische Wahl war die Nordküste Frankreichs. Wir trainierten in Belgien und die Umgebung wurde zu einem riesigen Übungsgelände mit wöchentlichen Kriegsspielen. Diese neue Division wurde langsam aufgestellt und die 17- und 18-jährigen Jungen waren begierig darauf, den Feind anzugreifen. Ich war mit Max im Panzerregiment der Hitlerjugenddivision und wir fuhren oft mit den Besatzungen hinaus, um sie mit dem Panzer IV so vertraut zu machen, dass sie einsteigen, starten und in weniger als 2 Minuten einsatzbereit sein konnten, und das in der Dunkelheit. Das Panzerregiment erhielt gute Panzer und wir bekamen sogar einige Panther, aber aufgrund der Erfahrungen von Kursk waren wir vorsichtig, sie im Kampf zu sehen. Aber die Ingenieure versicherten uns, dass die anfänglichen Probleme gelöst worden waren. Die Division wuchs wirklich zusammen, sodass wir am 44 März voll einsatzbereit waren und darauf brannten, es mit den Alliierten aufzunehmen. Jeder ahnte, wo die Alliierten landen würden. Ich möchte Ihnen sagen, dass die belgische Bevölkerung sehr freundlich zu uns war. Ein Beispiel dafür war, dass das Motorrad eines Expeditionärs eine Panne hatte und ein Bauer lud sie und ihr Motorrad auf seinen Wagen und brachte sie mit vollen Bäuchen zu uns. Meyer stellte sicher, dass er für das Benzin und die aufgewendete Zeit bezahlt wurde. Haben Sie Fälle von Widerstand gegen die Division oder gegen deutsche Truppen in Belgien erlebt? Nein, in Belgien haben sich alle Zivilisten korrekt verhalten und wir auch. Gelegentlich hörten wir, dass pro-alliierte Flugblätter gefunden wurden, aber wir dachten, dass sie von alliierten Flugzeugen abgeworfen wurden, die die Bevölkerung aktiv zum Kampf und zum Widerstand gegen uns aufforderten, was gegen die Regeln des Krieges verstieß. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu allen Einheimischen. Es gab sogar eine Witwe, die unseren Mitarbeitern Kuchen und andere Produkte backte. Ihre Tochter studierte an der Universität und traf sich oft mit den Kindern, um ihnen Gedichte beizubringen. Als wir in Frankreich einmarschierten, änderte sich die Lage. Die Alliierten hatten Agenten an der Küste, die darauf hinarbeiteten, dass die französische Zivilbevölkerung Widerstand gegen uns leistete. Auf dem Weg in die Normandie kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein Zug mit Sprengstoff entgleiste und der Fahrer und ein Soldat getötet wurden. Wir waren ab März 1944 in Frankreich und hatten keine Probleme mit der Zivilbevölkerung, die unseren jungen Leuten gegenüber recht freundlich war. Wir hörten von anderen Vorfällen und wir mussten immer auf der Hut sein vor Spionen und Sabotage. Wir haben einen Spion gefangen genommen, der nachts abgeworfen wurde und sehr schwer fiel und sich das Bein brach. Und ein Streifenwagen fand ihn und brachte ihn zu uns, wo wir die Polizei riefen, die ihn abholte. Die Alliierten versuchten also, in unserem Gebiet sehr aktiv zu sein. Im April bemerkte ich eine Zunahme der Luftangriffe. Wir wussten, dass die Zeit gekommen war. Sie meldeten sich und griffen einige unserer Gebiete an, wobei wir die ersten Opfer zu beklagen hatten. Wie war der Beginn der Invasion für Sie und die Abteilung? Wir waren in der ersten Juniwoche in Alarmbereitschaft, aber Witt warnte, dass die Wettervorhersagen die Invasion zu diesem Zeitpunkt verhindern könnten, obwohl unsere Jungs darauf vorbereitet waren. Ich war beunruhigt, da jeden Tag Luftangriffe stattfanden. Werften, Brücken, Straßen und Stützpunkte wurden oft bombardiert. Überall in der Normandie wurden Bäume umgesprengt, Minen gelegt und Menschen auf seltsame Weise überwacht. Am Morgen des Tages war ich also nicht überrascht, als ich hörte, dass es losging. Wir wurden in die Kampfgebiete von Caen verlegt und wurden schnell von Artillerie und Jagdbombern angegriffen. Wir hatten Verluste zu beklagen und mehrere Franzosen kamen, um uns mitzuteilen, dass die alliierten Soldaten hinter der Küste gefallen waren. Die deutschen Einheiten waren sehr verwirrt und es herrschte große Verärgerung darüber, dass nicht mehr Einheiten vorrücken durften. Rommel war abwesend und der Führer erhielt keine guten Ratschläge von der Spitze der Armee. Die Alliierten schienen überall zu sein und vor uns, hinter uns und seitlich von uns ertönten Kampfgeräusche. Witt befürchtete,
dass wir in eine Falle geraten waren, um uns einzukesseln und befahl den sofortigen Angriff. Das war unser erster Kontakt mit der Invasion. Darf ich Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen? Ich weiß, dass viele Menschen sich scheuen, über Kriegsverbrechen zu sprechen, aber Sie und Ihr Bataillon wurden beschuldigt, kanadische Gefangene getötet zu haben. Können Sie mir sagen, ob das wahr ist und was passiert ist? Ah, das ist ein beliebtes Thema unter den Menschen in diesen Tagen. Ihr Präsident hat einen Friedhof mit ein paar gefallenen SS-Soldaten besucht. Und plötzlich weist jeder auf die Verbrechen der SS hin. Alles falsch interpretiert oder erfunden. Die Kanadier waren die ersten Soldaten, mit denen wir es zu tun hatten. Und ich erinnere mich, dass sie in der Nacht vom 7 zum Eid Juni unsere Linien angriffen, die sowohl von SS als auch von Wehrmachtssoldaten besetzt waren. Einige unserer Jungs kamen ins Hauptquartier und berichteten, dass sie gesehen hatten, wie der Feind auf die sich ergebenden Soldaten schoss. Unser Kommandeur bestand darauf, dass wir uns an die Regeln halten mussten, auch wenn der Feind das manchmal nicht tat. Gleichzeitig wurde das Tagebuch eines toten Offiziers vorgelegt, aus dem hervorging, dass die Kanadier keine Gefangenen machten, wie von oben befohlen. Das verwirrte uns, denn es hieß immer, die Westalliierten würden sich an die gleichen Konventionen halten wie wir. Meyer gab den Befehl, die gefangenen Kanadier, die wir hatten, zum Verhör zu bringen. Und zu seinem Erstaunen sprach einer von ihnen tatsächlich von diesem Befehl, während die anderen jegliche Kenntnis leugneten und sagten, sie würden jeden sich ergebenden Deutschen mit Freundlichkeit behandeln. Aber ich denke, die Situation zwang sie zu dieser Aussage. Das Gerücht verbreitete sich im ganzen Bataillon. Witt und Meyer erklärten jedoch, dass sie vorsichtig sein wollten, da sie mehr Informationen benötigten. Es kamen jedoch immer mehr Berichte herein, dass deutsche Soldaten eher erschossen als gefangen genommen wurden. Ich weiß nur, dass viele Gefangene nach hinten getrieben wurden und die Kanadier behaupten, wir hätten sie alle erschossen. Ich behaupte, dass dies möglich ist, und zwar wegen des sogenannten Fog of War oder aus Wut über das, was unsere Männer gesehen hatten. Ein verärgerter und verwirrter Offizier könnte dies angeordnet haben, weil er dachte, dass sich die Kanadier so verhalten würden. Zu unserer Ehrenrettung sei gesagt, dass zur gleichen Zeit der Befehl erteilt wurde, alle feindlichen Soldaten gefangen zu nehmen. Wir waren nicht wie unser Feind grausam und sadistisch. Vor Gericht wurden wir alle für nicht verantwortlich befunden. Und einige Berichte, die sich mit den kanadischen Befehlen befassen, sind versiegelt. Nach dem Krieg erfuhr ich, dass sie tatsächlich den Befehl gegeben hatten, keine Gefangenen zu machen. Warum sie das taten, kann ich nur vermuten, aber ich denke, dass die Propaganda, der sie in England ausgesetzt waren, in ihnen einen Hass hervorrief, den nur Mord zähmen konnte. Wie verlief die Schlacht in der Normandie? Es war hektisch. Die Überlegenheit der Alliierten war wirklich überwältigend. Und 2 Monate lang haben wir uns gegen unüberwindbare Hindernisse gewehrt. Die Hitlerjugenddivision wurde hauptsächlich zur Sicherung unserer Front und zur Aufrechterhaltung einer Verteidigungslinie eingesetzt. Wir sahen uns einem Angriff nach dem anderen der Alliierten ausgesetzt und griffen sie zeitweise mit großem Erfolg an, um dann von der Artillerie und ihrem endlosen Nachschub an Männern und Maschinen zurückgeschlagen zu werden. Ich bin sehr stolz auf das, was unsere Jungs erreicht haben. Junge, unerfahrene Soldaten, die es mit einigen der besten Verbündeten aufgenommen haben. Sie fügten unserem Feind schwere Verluste zu und kämpften mit der Ehre und Entschlossenheit, die man von einer solchen Elitetruppe erwarten würde. Ich war sehr stolz darauf, ihnen zu dienen und sie anzuführen. Mein Kampf in der Normandie endete Anfang August. Die Amerikaner brachen auf einer Flanke durch und überwältigten unsere Verteidigungslinien. Die Kanadier und Briten schlossen sich ebenfalls an und durchbrachen uns auf der gegenüberliegenden Flanke und wir befanden uns nun auf dem Rückzug. Als ich von meinem Freund und Kommandeur getrennt wurde, wurde ich von einer amerikanischen Patrouille gefangen genommen, als ich versuchte, zu unseren Linien zurückzukehren. Ich muss sagen, dass die amerikanischen Soldaten sehr grob und unprofessionell waren.
Sie schlugen mich und raubten mich aus, was gegen die Vorschriften verstieß. Und heute wagen sie zu behaupten, dass sie das nur getan haben, weil wir es getan haben. Das ist aber nicht wahr. Wir behandelten unseren kapitulierenden Feind mit Respekt und Freundlichkeit, versorgten die Verwundeten und sorgten für ihre Sicherheit. Ich habe einmal gesehen, wie eine Gruppe von Gefangenen von ihren Piloten angegriffen wurde, und unsere Soldaten taten ihr Bestes, um sie zu schützen, auch auf ihre Gefahr hin. Der einzige negative Vorfall war der bereits erwähnte, der höchstwahrscheinlich ein Akt der Vergeltung war, weil unsere Feinde ihre Gefangenen getötet hatten. Sie tragen genauso viel Verantwortung wie unsere Männer. Sie schickten mich schließlich in einige Lager, und das Beste war das in Schottland in den 46ern, wo der Lagerkommandant ein ehemaliger Häftling aus einem unserer Lager war. Er wurde sehr gut behandelt und revanchierte sich. Er ist derjenige, der mich dazu gebracht hat, nach Schottland zurückzukehren. Sie sind eng mit unseren germanischen Wurzeln verbunden und haben ein tiefes Gefühl der Ehre und Liebe für unsere europäische Heimat. Abschließend möchte ich betonen, dass das Gerichtsverfahren gegen die Teilung zur Abweisung der Anklage und zu einer erheblichen Strafminderung geführt hat. Weiter geht es mit dem Interview mit Obersturmführer Erhard Gurs. Vielen Dank, dass ich ein Treffen mit Ihnen arrangieren konnte. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Da Sie in der Leibwächterdivision waren, die 1-SS-Panzerdivision, Leibstandarte SS Adolf Hitler oder SS-Division Leibstandarte, begann als Adolf Hitlers persönliche Leibwache, wollte ich Sie zunächst fragen, wie es sich anfühlte, in einer solchen Elite-Organisation zu sein. Ja, mein Junge. Meine Kameraden sagen, dass sie von unserer Geschichte fasziniert sind. Und es ist immer schön, sie zu sehen. Viele in meinem Heimatland sehen uns als verblendete Kriminelle, die nur das Gefängnis verdienen. Das zeigt nur, wie verblendet und propagandistisch sie geworden sind, was schade ist. Ja, ich war in der Leibstandarte und diente mit einigen der besten Männer, die dieses Land je hervorgebracht hat. Wir waren jung, enthusiastisch und wollten unserem Land dienen. Ich landete im schweren Panzergrenadierbataillon der Leibstandarte. Ein Mann namens Joachim Peiper war mein Kommandeur. Vielleicht kennen Sie ihn. Ich diente mit der Leibstandarte im Osten, in Italien und in der Normandie. In der Normandie hätte ich fast meinen Arm verloren, also lag ich im Krankenhaus und war nicht einsatzfähig. Obwohl ich in Kriegszeiten in der Leibstandarte war, betrachteten wir uns immer noch als eine Elitegruppe und wurden auch so angesehen. Wenn man in der SS war, galt man als Teil einer Elitetruppe. Wenn man in der Leibstandarte war, dann war man die Spitze der Elite. Ich habe gehört, dass Sie Offizier BI den Waffen-SS waren. Wie sind Sie Offizier in einer solchen Elite-Organisation geworden? Im Gegensatz zur Armee konnte bei der Waffen-SS jeder Offizier werden. Die Armee war immer noch in der Klassenstruktur verankert, sodass man in der Regel aus einer hohen sozialen Schicht stammen musste, um in die Offiziersschule aufgenommen zu werden. Auch die Bildung spielte eine Rolle, aber normalerweise würde ein einfacher Bäcker nie Offizier werden. Die Waffen-SS betrachteten Männer im Allgemeinen, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Hintergrund. Wenn man über Führungs- und Einsatzfähigkeiten verfügte, konnte man empfohlen werden oder sich um die Mitgliedschaft bewerben. Die Aufnahme war sehr streng. Man musste zuerst Prüfungen bestehen. Um Offizier zu werden, musste man von einem Kommandanten vorgeschlagen oder von einem Vorgesetzten ernannt werden. Wenn man sich im Einsatz bewährte, wurde man wahrgenommen. Außerdem musste man sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen, die hart war, da man nach jedem Grund suchte, einen auszuschließen. Dies wurde später im Krieg abgeschafft. Sobald man einen Offizierslehrgang absolviert hatte, besuchte man eine spezielle Schule, die wie eine Kaserne eingerichtet war und in der man in den Bereichen Führung, Befehlsausführung, Recht, Umgang mit Soldaten und möglichen Problemen usw. ausgebildet wurde. Wenn man schließlich Offizier BI den Waffen wurde, bedeutete das, dass man weit oben stand. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Mädchen uns bei unseren Spaziergängen durch die Stadt umschwärmt haben. Sie haben an der Ostfront gekämpft. Darf ich Sie fragen, wie es für Sie war? Ja, aber zuerst möchte ich Ihnen erzählen, wie wir dort gelandet sind, falls Sie das nicht schon wissen. Stalin ließ Russland nach Westen expandieren. Es war sein erklärtes Ziel, eine Weltrevolution durchzuführen. Notfalls mit Gewalt. Sie hatten bereits bewiesen, dass sie bereit waren, Land mit Gewalt oder durch Drohungen zu erobern.
Deutschland war ein Hindernis für Stalin und schützte Europa in gewisser Weise vor Angriffen. Während sich Europa in Angst versteckte und sich hinter den Vereinigten Staaten verschanzte, um sich vor Russland zu schützen, wendete Deutschland seine schlimmsten Befürchtungen ab. Hitler verfügte über ausreichende Informationen, die darauf hindeuteten, dass es irgendwann zu einem Angriff kommen würde. Also schlug er zuerst zu. Die schiere Menge an Kriegsmaterial, die erbeutet wurde, war wirklich überwältigend. Ein Großteil davon wurde von uns gegen Russland eingesetzt oder an unsere Verbündeten abgegeben. Die Bevölkerung, die von der Politik der verbrannten Erde betroffen war, musste mit Lebensmittelrationen versorgt werden. Die Geschichte erinnert sich heute nicht mehr daran, dass Stalin befahl, alle Gebiete zu zerstören. Das bedeutete, dass alle Tiere, Gebäude, Dämme, Brunnen, Städte und Dörfer vernichtet werden sollten. Auf die Menschen wurde keine Rücksicht genommen. Jeder, der blieb und sich nicht zurückzog, galt als Verräter. Es ist auch eine Ironie der Geschichte, dass man die Millionen von Menschen vergisst, die geblieben sind und Deutschland auf jede erdenkliche Weise geholfen haben. Der Mythos der Sklavenarbeit wurde geschaffen, um die Tatsache zu verbergen, dass so viele freiwillig zu uns kamen, um Hilfe zu erhalten und uns dann halfen. Die Kämpfe im Osten waren hart und das Wetter machte sie noch härter. Ich war in Charkow und ich hatte noch nie einen so kalten, verschneiten und trostlosen Ort gesehen. Die Bevölkerung wurde evakuiert, was die Fahrt auf den unbefestigten Straßen noch schwieriger machte. Unser Panzerwagen hatte es sehr schwer. Russland mag landschaftlich schön gewesen sein, aber ich habe nicht vor, jemals dorthin zurückzukehren. Sie haben erwähnt, dass Sie unter Joachim Peiper gedient haben. Was für ein Mensch war er? Er war jemand, den man gerne gekannt hätte. Er war jovial, freundlich und wurde von fast allen gemocht. Er war ein sehr junger Offizier und verdankte einen Großteil seiner Beförderung der Tatsache, dass er einer der ersten SS-Männer war und zum Stab des Reichsführers gehörte. Er kannte Sigurd sogar als persönlichen Sekretär, ebenso wie Hedwig. Es war Lina, die sie einander vorstellte. Ich war überrascht zu sehen, dass er verheiratet war, als ich ihn kennenlernte. So jung sah er aus. Er war ein ausgezeichneter Anführer und ging mit gutem Beispiel voran. Einmal, als er beim Panzerregiment war, war er enttäuscht, dass sie seine Art des Vorrückens nicht verstanden. Also benutzte er sein altes Bataillon, um ihnen zu zeigen, wie es gemacht wurde. Er war sehr geduldig und mochte es, alle Seiten zu sehen. Aber er war auch praktisch und verlangte, dass wir alle die Meinung des anderen respektierten. Er scheute sich nicht, Dinge zu sagen, die zu seiner Zeit vielleicht hart waren. 1943 sagte er mir persönlich, dass er den Krieg für verloren hielt. Er hielt es für unmöglich, dass Deutschland all die Kräfte besiegen könnte, die gegen uns aufgeboten worden waren. Als Nationalsozialist verstand er, dass es den dunklen Mächten der Welt gelungen war, sich gegen Deutschland zu vereinen und dass sie unser Blut wollten, weil wir sie entlarvt hatten. Aber er sagte trotzdem, dass wir kämpfen müssten, um die Horden aus dem Osten aufzuhalten, die unsere Frauen verschlingen und unsere Kinder versklaven würden. Nach dem, was wir über die Geschehnisse im Osten wissen, hatte er recht. Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich ihn kannte und ihn einen Freund nannte, und ich hoffe, dass wir eines Tages die Feiglinge finden werden, die ihn getötet haben. Er wurde in seinem Haus ermordet, vermutlich von übrig gebliebenen kommunistischen Kämpfern. Sie töteten ihn und seinen Hund und brannten dann sein Haus nieder. Ich kann nicht anders, als zu glauben, dass es für all das Leid und den Schmerz, den wir durchmachen, einen höheren Zweck geben muss. Aufgrund dieses Glaubens weiß ich, dass unsere Verfolger eines Tages für das, was sie getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Sie scheinen ungeschoren davonzukommen, denn die Presse macht uns zur Zielscheibe von Hass und Angriffen. Sie sagen, wir hätten alle Verbrechen begangen und Juden getötet. Aber am Ende werden wir unschuldig sein. Haben Sie während der Schlacht von Kursk gekämpft? Wenn ja, wie war es? Ja, ich war dabei, immer noch im schweren Panzergrenadierbataillon. Wir waren mitten in den Kämpfen dabei. Ich erinnere mich, dass es ein heißer Juli war, als es losging, und sehr schwül. Wir waren voller Zuversicht, denn für uns war dies die letzte Schlacht, die über den Sieg entscheiden würde. Entweder würden wir siegen, oder das Ende würde kommen. Also kämpfte jedermann wie wild um den Sieg. Die Sowjets hatten viele Fronten errichtet, um unseren Angriff abzuwehren, so dass wir Ring um Ring durchbrechen mussten. Es gelang uns, diese starken Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Sie schlugen mit allem, was sie hatten, und wir erlitten Verluste. Aber unser Wille trieb sie zurück. Ich erinnere mich, dass ich zum ersten Mal seit langer Zeit dachte, wir würden siegen.
Wir haben viele Gefangene gemacht, die uns sagten, dass ihre Einheiten zusammengebrochen seien und dass die Rote Armee am Ende sei. Dadurch kämpften wir noch härter. Es war schwer zu schlafen und wir tranken Kaffee oder Tee wie Wasser. Die Luftkämpfe und die Artillerie erinnerten uns ständig daran, dass gekämpft wurde. Für uns entschied sich mit diesem Kampf das Schicksal Europas im Osten und wir wollten ihn nicht verpassen. Die SS-Leibstandarte-Division stieß tiefer in den Bauch der Verteidigung vor und selbst unter Einsatz der russischen Reserven rückten wir weiter vor. Wir stießen langsam gegen die Packfront. Die Packfront war eine militärische Verteidigungstaktik, die von den deutschen Streitkräften an der Ostfront entwickelt worden war. Und die Schützen gräben vor. Aber wir bewegten uns ständig von Hügel zu Hügel oder von Graben zu Graben. Wir setzten oft Granaten ein und warfen sie über die Seite, wenn wir einen Graben erreichten. Unsere Ingenieure mussten schnell Straßen öffnen, damit wir vorankommen konnten. Am Ende war alles umsonst. Die Ereignisse in Italien erwiesen sich als katastrophal. Denn wenn die Alliierten fielen, hatten sie im Süden freie Hand. Der Führer hatte keine andere Wahl, als Divisionen aus dem Kampf nach Italien abzuziehen. Viele von uns sind sich einig, dass der Sieg in greifbarer Nähe war, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Wie war Ihr Aufenthalt in Italien? Ich habe gelesen, dass dort Verbrechen begangen wurden. Ist das wahr? Oh ja. Es wurden Verbrechen begangen. Nur nicht von deutschen Truppen. Die SS-Leibstandarte-Division erhielt den Befehl, sich aus Kursk zurückzuziehen und mit den Vorbereitungen für den Marsch nach Italien zu beginnen. Die Männer waren verwirrt, aber sie erfüllten ihre Pflicht gewissenhaft. Unsere Ausrüstung musste für den Bahntransport vorbereitet werden, und das dauerte einige Zeit. Als wir ankamen, erhielten wir den Befehl, die Italiener zu entwaffnen, wenn nötig mit Gewalt. Einige von ihnen hatten die Absicht zu kämpfen. Ein fetter Offizier sagte zu Joachim Peiper, dass er uns fertig machen würde, wenn wir nicht gehen würden. Ich erinnere mich, dass er sagte, dann beschließt der Freund, zum Feind zu werden. Und wir bereiteten uns auf den Einsatz vor. Es gab viele Italiener, die uns willkommen hießen, und sie wollten keine Kämpfe. Sie milderten unsere Wut gegen diejenigen, die das taten. Wir hatten viele, die als Abgesandte fungierten, um Frieden zu schließen, und viele Soldaten ergaben sich. Ich muss Ihnen sagen, dass wir hier auf Terroristen trafen, die Kommunisten waren und sich versteckt hielten. Wir wurden von deutschen Soldaten angegriffen, einige wurden verwundet, einige getötet und einige als Geiseln genommen. Das machte unsere Führer wütend und in gutem Glauben versuchten sie, das Problem ohne Kampf zu lösen. Wir kamen gerade von einer großen Schlacht und mussten uns mit Nachschub versorgen und ausruhen. Es blieb keine Zeit, sich mit den Terroristen zu befassen. Sie weigerten sich, in Frieden zu gehen, setzten Mörser gegen die Konvois ein und Scharfschützen schossen auf die Deutschen. Sie wollten Geld für die Rückgabe der Geiseln. Schließlich erhielten wir den Befehl, in ein Dorf zu gehen, in dem sie sich versteckt hielten. Und sobald wir uns näherten, eröffneten sie das Feuer aus den Häusern. Unsere einzige Verteidigung bestand darin, dass wir Artillerie mitbrachten, um die Stellungen anzugreifen. Das Problem war nun, dass dieses Dorf bewohnt war und die Zivilisten nicht herauskommen konnten oder wollten. Unsere Geschütze eröffneten das Feuer auf alle Stellungen, von denen aus die Terroristen feuerten. Das verursachte Brände und schwere Schäden. Zivilisten wurden getroffen, aber wir wussten es nicht. Wir nahmen an, dass die Menschen im Dorf weggegangen waren oder sich im Dorf befanden. Es kam zu einem erbitterten Kampf, bei dem wir von Haus zu Haus gingen. Zivilisten. Jetzt mussten wir also sehr vorsichtig sein und es wurden Verbündete entsandt, um einen Waffenstillstand einzuleiten. Es wurde vereinbart und die Geiseln waren frei. Ebenso wie die Leiche eines Soldaten, dem in den Hinterkopf geschossen worden war. Als wir den Befehl zum Rückzug geben wollten, griffen uns die Terroristen erneut mit Mörsern an. Unsere Anführer waren wütend und als sie weitere Schüsse auf uns abfeuerten, gaben wir den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Wir versuchten zu lokalisieren, wo sie sich aufhielten, aber das war schwierig und es wurden mehrere Häuser zerstört, um dem Feind eine Falle zu stellen. Weitere Männer schlossen sich dem Kampf an und schließlich vertrieben wir sie und sicherten die Stadt, deren Bürgermeister sehr wütend war. Ich glaube, die Terroristen töteten ihn und den Priester später, weil sie mit uns zusammenarbeiteten, um Soldaten zu holen, die die Kämpfe gehört hatten und kamen, um zu sehen, was sie tun konnten. Viele der Soldaten, die wir entwaffnen sollten, beschlossen, sich der neuen Armee anzuschließen, die Mussolini gerade aufbaute. Sie leisteten einen Eid und wurden entlassen. Wir behielten sie genau im Auge,
weil wir ihnen nicht trauten. Ich erinnere mich, dass Joachim Peiper anordnete, Flugblätter zu verschicken, in denen gewarnt wurde, dass jede Handlung gegen uns mit jeglicher Art von Gewalt beantwortet werden würde. Bis in die 1960er Jahre hörte man nichts mehr von den Kämpfen. Die Kommunisten meldeten sich und behaupteten, wir hätten Hunderte von Frauen und Kindern getötet. Ich habe nur einen durch Artillerie getöteten Zivilisten gesehen, nicht Hunderte. Einige der Zivilisten halfen den Terroristen aktiv, denn ich sah, wie sie auf uns schossen, ohne jede Uniform. Es handelte sich um einen einfachen Fall von illegalen Kämpfern, die in eine Stadt eindrangen und dort Unterschlupf und eine Operationsbasis erhielten. Als wir hineingingen, um die Geiseln zu sichern, schossen sie auf uns und wir erwiderten das Feuer. Die Terroristen benutzten Zivilisten als menschliche Schutzschilde und schimpften dann, als wir nichts davon wussten und auf sie schossen. Zweifellos starben einige unschuldige Menschen und das ist tragisch, aber wir haben kein Verbrechen begangen. Wir mussten den Feind auf dem von ihm gewählten Terrain angreifen. Es hieß, schießen oder sterben. Heute wollen die politischen Kräfte der Welt, dass jeder denkt, dass wir einfach losgezogen sind und Zivilisten brutal angegriffen haben. Aber das ist nicht die Wahrheit. Sie waren Teil der Invasionsfront. Wie war es für Sie dort? Nun, ich habe durch die Schlacht fast meinen Arm verloren. Also würde ich sagen, es war nicht so gut. Soweit ich mich erinnere, kam die Leibstandarte dank der alliierten Luftmacht abschnittsweise an die Front. Es dauerte Tage, um nur wenige Kilometer zurückzulegen. Wir wurden immer wieder über die Lage informiert. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, es gäbe keine Möglichkeit, das zu gewinnen. Wenn der Sieg errungen werden sollte, musste die Landung wie in Dieppe zurückgeschlagen werden. Ich wusste, wenn die Alliierten Fuß fassen würden, wäre alles vorbei. Es war eine Illusion, dass unsere kleinen Kräfte ausreichen würden, um sie zurückzudrängen. Ich wette, sie wussten nicht, dass die Landung auf sehr wenig Widerstand stieß. Ich kenne Männer, die an der Küste stationiert waren, und sie hatten keine große Stärke. An einigen Stellen landeten die Alliierten zu Fuß. Sie überwanden schnell jeden leichten Widerstand und drangen am ersten Tag mehrere Kilometer ins Landesinnere vor. Erst als die Baffeln frei waren, um sie anzugreifen, erlitten sie Verluste. Wir hatten es schwer, uns tagsüber zu bewegen. Man brauchte immer einen Beobachter, der nach feindlichen Flugzeugen Ausschau hielt. Diese verdammten Kerle schossen auf alles, was sich bewegte. Wir hatten Gefangene, die sie dabei umbrachten. Sie prahlten mit ihrer Treffsicherheit, also taten sie diese Dinge absichtlich? Sie erschossen sogar Zivilisten, die wir versorgen oder begraben mussten. Aufgrund der Stärke der Alliierten waren wir gezwungen, hauptsächlich in der Defensive zu bleiben. Die wenigen Male, die wir angriffen, waren wir erfolgreich, bis wir von Marinegeschützen getroffen wurden. Die Jungs der Leibstandarte ließen den Feind leiden, wenn er uns angriff. Wir verfügten über Kanonen, die jeden alliierten Panzer ausschalten konnten, und ernteten eine reiche Ernte von ihren Panzern. Die Schlacht in der Normandie dauerte 2 Monate, aber wir konnten die Alliierten mit ihrer materiellen Macht nicht aufhalten. Es mangelte ihnen nicht an Männern, Gewehren, Kugeln, Treibstoff und Lebensmitteln. Wir hingegen waren mit unseren hinteren Linien ständig unter Beschuss, sei es aus der Luft oder von den Partisanen. Ich wurde zum 7. Mal verwundet. Und dieses Mal wollten die Ärzte mir den Arm abnehmen. Ich konnte ihn behalten. Und da ich meine beiden Brüder verloren hatte, wurden per Führererlass alle überlebenden männlichen Mitglieder einer Familie vom Dienst an der Front freigestellt. Für mich lag die Front also hinter mir. Und ich wurde in die Offiziersreserve versetzt. Was halten Sie von den Vorwürfen, die Baffen seien eine kriminelle Vereinigung? Ich halte alle Anschuldigungen für völlig unbegründet und politisch motiviert. Hätten Sie damit gewartet, uns zu beschuldigen, nachdem wir weg waren, hätten Sie vielleicht Erfolg gehabt. Sie haben uns angeklagt, als wir uns noch verteidigen konnten, zumindest im Westen. Im Osten war das unmöglich. In Italien zum Beispiel waren es die italienischen Gerichte, die die Beweise prüften und feststellten, dass es keine gab. Sie erklärten, es gäbe keine Beweise für die Tötung von Zivilisten. Die Toten hätten ihr Schicksal im Kampf gegen uns gewählt, was ein Verbrechen sei. In Frankreich geschah das Gleiche. Wir hatten Verteidiger, oft Franzosen, die sagten, dass kein Verbrechen begangen worden sei. Das Erschießen von Partisanen als Vergeltungsmaßnahme war legal und wurde von allen Seiten praktiziert. Überall in Europa, sogar bei den Amerikanern, wurden wir freigelassen, als die wirklichen Beweise geprüft wurden. Sogar Joachim Peiper wurde freigelassen. Viele, die zum Tode verurteilt worden waren, wurden freigelassen, weil die Beweise zeigten, dass keine Verbrechen begangen worden waren.
Auch Malmedy ist kein Verbrechen. Die Amerikaner griffen an oder liefen vor ihren Wachen weg. Die Männer, die eintrafen, eröffneten das Feuer auf das Handgemenge, ohne zu wissen, dass sie sich angeblich ergeben hatten. In allen Fällen, von denen ich gehört und die ich untersucht habe, gab es keine Beweise dafür, dass Zivilisten hingerichtet wurden. Nur Terroristen, Partisanen und Saboteure wurden hingerichtet, und zwar im Rahmen der Kriegsregeln. Ich nehme an, eines Tages werden sie kriminelle Handlungen legalisieren, sodass wir wegen Mordes angeklagt werden können. Als deutscher Offizier kann ich Ihnen sagen, dass, wenn ein Mann so etwas getan hätte, es ernsthafte Konsequenzen gegeben hätte. Wir hatten Männer, die bestraft wurden, nur weil sie Zivilisten belästigt oder bestohlen hatten. Wir wollten gute Beziehungen zur Zivilbevölkerung haben und sie nicht zu unseren Feinden machen. Was halten Sie von den Konzentrationslagern und glauben Sie, dass dort etwas Schlimmes passiert ist? Mann, ich war nicht in einem Lager, also kann ich nicht darüber sprechen. Ich habe Kameraden gekannt, die dort waren. Und wenn du sie fragst, würden sie dir sagen, dass nichts Schlimmes passiert ist. Sie würden dir sagen, dass alle Häftlinge gut behandelt wurden. Unabhängig davon, was die Häftlinge sagten, es sei denn, sie brachen absichtlich die Regeln. Es war das Ende des Krieges, das Probleme verursachte und bei dem tatsächlich viele in den Lagern starben. Man wird ihnen vielleicht sagen, dass es die Alliierten waren, die die schlechten Bedingungen in den Lagern, die sie vorfanden, verursacht haben. Ich war bei den Waffen-SS und wir hatten mit diesen Orten nichts zu tun. Wir haben unserer Nation im Krieg gedient und wir haben mit Ehre gekämpft. Über den Mythos, was in den Lagern geschah, gibt es nichts mehr zu sagen. Weiter geht es mit dem Interview mit Hans Schmidt. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen. Ich würde gerne über Ihr Leben in Deutschland und die Waffen-SS sprechen, insbesondere über den Faktor, warum wir kämpfen. Was hat Sie motiviert, sich freiwillig zu melden? Ja, wir können über all das reden. Aber wenn jemand wissen will, wie das Leben im Waffen-SS war, sollte er mein Buch lesen, in dem alle meine Motivationen niedergeschrieben sind. Wie ich bereits erwähnt habe, war meine Motivation, meinem Land zu dienen. Ich war Mitglied der Hitlerjugend und wie den Pfadfindern wurde uns beigebracht, das Land unserer Vorfahren zu lieben. Dies war nicht anders. Unsere Nation brauchte uns in der Zeit der Not und wir taten es. Ich wäre eingezogen worden, aber ich meldete mich freiwillig zur SS, genau wie die amerikanischen Soldaten, die sich herausschlichen und über ihr Alter logen, um sich zu melden. Ich kann Ihnen sagen, dass ich stolz darauf war, der Leibstandarte zugeteilt zu werden, die selbst in dieser späten Phase des Krieges noch eine Elitedivision war, die den Namen des Führers trug. Es war eine große Ehre, von Kampfveteranen unterrichtet zu werden, die die vielen Lehrgänge leiteten, die wir absolvieren mussten. Ich wollte in einer Eliteeinheit sein, die als besser galt als die reguläre Armee und die mit meinen Überzeugungen verbunden war. Welche Meinung hatte die durchschnittliche deutsche Zivilbevölkerung über die SS? Das ist ganz einfach. Der Durchschnittsdeutsche hielt die SS für sehr elitär und sehr führertreu. Am besten lässt sich dies anhand der Abstammung der Leibwächterregimenter in der deutschen Geschichte verdeutlichen. Die SS ist aus den alten Leibgarde-Husaren der deutschen Könige hervorgegangen. Sie dienten ausschließlich dem Schutz der Königshäuser und verrichteten in Kriegszeiten ihren Dienst an der Front. Die SS war die Leibgarde der Partei, entwickelte sich aber später zu einer großen militärischen Formation, die sich an der Front auszeichnete und in Schlachten große Erfolge erzielte. In den heutigen Büchern und Filmen wird die SS als die dunkle Macht dargestellt, die Deutschland beherrscht, wie ein Darth Vader und seine Sturmtruppen, was kein Zufall ist. Die SS war überhaupt nicht so und wurde nur für Zeremonien, Wachdienste und natürlich die Waffen-SS, die bewaffnete Kampfeinheit, eingesetzt. Wir wurden als unsere Kameraden in der Armee gesehen, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Status. Reichsführer Himmler hatte große Träume für die SS, aber der Krieg machte sie zunichte. Was als germanische Speerspitze für das Überleben Europas gedacht war, wurde zu einer multirassischen, multiethnischen Armee, die die Feinde dieses Traums bekämpfen sollte. Es ist eine Ironie, dass Hollywood lehrt, die SS sei eine verdrehte Form der deutschen Überlegenheit, doch es waren französische SS-Männer, die die Bunkerzone bis zum letzten Atemzug verteidigten. Inwieweit war die SS politisch, insbesondere als Sie eintraten? Als ich zur SS kam, war sie ein militärischer Arm und kein politischer.
Vorbei waren die Zeiten der Klassendiskussionen über die Weltanschauung der Partei. Wir sprachen nie über Juden. In der Tat wurde in der Gesellschaft nur sehr wenig über Juden gesprochen. Das Weltjudentum, nicht der gewöhnliche Jude, war das Objekt unseres Zorns. Viele Juden wurden während des Krieges in Ruhe gelassen, nur diejenigen, die politische Agitatoren waren oder als Bedrohung angesehen wurden, wurden zusammen mit ihren Familien ausgewiesen, damit sie zusammenbleiben konnten. Deutschland war nicht so, wie es in den Filmen dargestellt wird, in denen es so aussieht, als hätten wir jeden Tag Paraden und überall wehende Fahnen. Die Wahrheit ist, dass Deutschland diesem Land sehr ähnlich war. Es gab superpatriotische Menschen, die die ganze Zeit die Flagge gehisst haben. Und alle Regierungsstellen haben die Flagge gehisst, aber sie hing nicht an jedem Gebäude. Es gab kaum Aufmärsche, nur zu besonderen Anlässen. In einigen Häusern hingen Bilder des Führers, in anderen nicht. In Deutschland ging es mehr darum, das Leben und alles, was es zu bieten hatte, zu genießen. Sport, Kino, Partys, Tanzen, Outdoor-Aktivitäten und Urlaub standen im Mittelpunkt unserer Freude. Leider wurde der Krieg für viele Deutsche zum Synonym für Hitler. Und das ist ungerecht. Ich glaube, Deutschland wurde in den Krieg hineingedrängt. Und dann ist er einfach eskaliert. Ich glaube, die Russen wollten den Westen angreifen und Hitler hat sie geschlagen. Während der Ausbildung sprachen wir darüber, wie wir in diesen Krieg geraten waren und dass er nicht zu vermeiden war. Wir sprachen darüber, wie wir gewinnen konnten und natürlich über die verlorenen Schlachten. Das war das Politischste, woran ich mich erinnere. Was halten Sie von den zahlreichen Anschuldigungen wegen Kriegsverbrechen gegen den Waffen-SS? Es passiert etwas Interessantes in der Welt. Das Internet hat uns Foren gebracht, in denen Menschen ihre Gedanken und Ideen austauschen können. Ich schaue mir diese Foren oft an und das Lustige daran ist, dass einige Leute in den Archiven des Krieges nach Hinweisen suchen. Jetzt nehmen die meisten Leute einfach das, was bereits geschrieben wurde, als Evangelium und kauen immer wieder die gleichen Geschichten als Tatsachen wieder, denn für sie muss es wahr sein, wenn es in einem Geschichtsbuch steht. Ich hatte die Ehre, einigen der Helden der Leibstandarte zu dienen und sie zu erleben. Ich kann sagen, dass sie menschlich waren und kein Verbrechen geduldet hätten. Malmedy ist ein gutes Beispiel. Eine kleine Truppe wird zurückgelassen, um eine größere amerikanische Einheit zu bewachen, deren Männer andere bei der Flucht beobachten und einige der Entkommenen greifen zu Gewehren und beginnen zu schießen, weil sie glauben, sie könnten die Deutschen überwältigen. Dies führte dazu, dass die Deutschen das Feuer auf alle eröffneten und viele töteten, aber viele flohen und überlebten. Ein Überlebender bestätigte dies gegenüber ich. Es handelte sich nicht um ein Kriegsverbrechen oder eine Gräueltat, sondern um ein Beispiel für die rücksichtslose Führung der Amerikaner, die es den Kapitulanten ermöglichten zu entkommen und den Kampf wieder aufzunehmen. Wenn ich in der gleichen Situation wäre, wäre ich auch verwirrt und man hat keine Zeit zu entscheiden, wer aufgegeben hat und wer schießt. Ich hätte auf jedes Ziel geschossen, das sich bewegte. Die Amerikaner rannten überall hin, also waren sie alle Zielscheiben. Aber die Amerikaner sehen den Film und denken, dass die deutschen Lastwagen mit Maschinengewehren zurückfuhren, um die hilflosen Gefangenen niederzumähen. Dank der Foren haben wir ein umfassenderes Bild der Schlachtfeldstudien und bisher unbekannter Berichte. Die einen halten an dem fest, was geschrieben wurde, die anderen stellen es in Frage. Der Partisanenkrieg war eine blutige Angelegenheit und die Verbrechen der Partisanen, die harte Reaktionen hervorriefen, werden übersehen und heruntergespielt. Ich habe nie gehört, dass jemand das Thema Kriegsverbrechen, Hinrichtungen oder Misshandlungen während des Krieges angesprochen hat. Wenn meine Seite diese Dinge getan hätte, wäre es zur Sprache gekommen, man kann Schuldgefühle unter Kameraden nicht verbergen. Alles, was ich hörte, war die Reue darüber, dass Partisanen gehängt oder ein Haus als Vergeltungsmaßnahme niedergebrannt worden war, aber es war nie die Rede davon, dass Zivilisten oder Juden hingerichtet worden waren, weil es diese Dinge nicht gab. Die Sieger hatten Jahrzehnte Zeit, um diese Gräuelgeschichten zusammenzustellen. Und wie beim John Demjanjuk-Schwindel haben sie Dokumente gefälscht, Zeugen genötigt und offene Lügen gefördert, um einen Fall aufzubauen. Die Alliierten benutzten viele ehemalige deutsche Juden, um die Verfahren gegen Deutsche voranzutreiben. Wer glaubt, dass dies ein fairer Prozess ist, hat Wahnvorstellungen. Viele dieser Menschen verließen Deutschland wegen ihrer marxistischen Ideale oder wegen krimineller Aktivitäten. Im Gefängnis von Schwäbisch Hall gab es viele Juden, die SS-Männer geistig quälten. Daher liegen diejenigen, die sich in diesen Foren darüber aufregen, wie viele Beweise es für die Anschuldigungen gegen Deutschland gibt, falsch.
Sie stützen sich auf Hörensagen, ungenaue Dokumente, die von unseren ehemaligen Feinden zusammengestellt wurden, und Augenzeugen, die voreingenommen sind und alles sagen, um den Deutschen zu schaden. Ich glaube nicht, dass Deutschland Kriegsverbrechen begangen hat, sondern nur legale Repressalien. Jungholzhausen, Dachau, Pregarten und viele weitere Namen von tatsächlichen und zugegebenen amerikanischen Kriegsverbrechen an SS-Männern. Hemingway rühmt sich, dass die Tötung von SS-Männern, wie bei vielen amerikanischen Veteranen, eine noble Tat war. Viele wurden direkt nach der Verbreitung der Malmedy-Lüge getötet. General Rose wurde im Kampf getötet, doch die Propaganda machte daraus ein Hassverbrechen seitens der Amerikaner. SS. Viele SS-Männer, die in einem nahegelegenen Krankenhaus lagen, wurden herausgezerrt und aus Rache erschossen. Die alliierten Armeen begingen echte Kriegsverbrechen an den Deutschen. Was ist mit den Einsatzgruppen und der SS, die zur Bewachung der Konzentrationslager eingesetzt wurden? Es ist keine Lüge, dass viele der SS-Mitglieder ehemalige Polizeibeamte oder Sicherheitsbeamte waren. Das machte sie zu idealen Leuten für die Bewachung von Gefangenen und die Jagd auf Verbrecher. Himmler war auch für die Polizei zuständig, und so wurde diese ihrerseits, die meisten der Männer, die die Lager bewachten, waren nicht für den Frontdienst geeignet. Die Partisanenjäger wurden speziell für den Kampf gegen diese Terroristen ausgebildet. Ich habe gesehen, wie Juden jetzt die Einsatzgruppen für die Holocaust-Lüge verantwortlich machen und behaupten, sie hätten etwa 2 Millionen Juden getötet. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der einer dieser Gruppen angehörte, und er sagte mir, dass dies nicht stimmt und dass sie nur Verbrecher jagten, die sich an Unschuldigen vergriffen. Ich traue keiner der Geschichten, die Spielberg und sein Stamm uns mit Gewalt erzählen. Der Holocaust-Film und die meisten modernen Filme sind glatte Lügen und falsche Darstellungen deutscher Soldaten. Schon vor dem Krieg hatten sie die Kontrolle über Hollywood und kontrollierten, was die Menschen über Deutschland und Hitler lernten. Schindlers Liste ist ein gutes Beispiel für ihren unkontrollierten Hass, der in historische Lügen umgesetzt wurde. Die Menschen in den Lagern waren wertvolle Arbeitskräfte und auf ihre Misshandlung stand die Todesstrafe. Kochs Macht stieg ihm zu Kopf und er bezahlte dafür, denn die Juden denunzierten ihn, das SS-Tribunal ließ ihn wegen Missbrauchs hinrichten. Wäre der Plan gewesen, die Häftlinge so grausam und böse wie möglich zu behandeln, hätte man ihn stattdessen gelobt. Die in Dachau ermordeten Märtyrer sind ein gutes Beispiel dafür, wie Unwissenheit die Emotionen kontrolliert. Den Amerikanern war beigebracht worden, dass diese Lager Vernichtungslager waren, und die Bilder vor ihren Augen schienen dies zu beweisen. Die meisten konnten einfach nicht verstehen, dass die Handlungen ihrer Kriegsmaschinerie diese Todesfälle verursachten. Ich habe gesehen, wie Deutsche am Ende des Krieges aufgrund der alliierten Bombenangriffe verhungerten. In den Lagern herrschten die gleichen Bedingungen, selbst mit Hilfe des Roten Kreuzes. Wenn man dann noch die Kranken im Osten hinzunimmt, hat man ein Rezept für eine Katastrophe. Das war nicht vorauszusehen und Deutschland konnte wenig tun, um es zu verhindern. Hier werden die zahlreichen in den Lagern aufgenommenen Fotos missbraucht, um fälschlicherweise zu behaupten, dass die Ausrottung stattgefunden hat. Was ist mit all den Deutschen, die sich nach dem Krieg auf die Seite der Alliierten stellten? Einige deutsche Veteranen haben sogar Bücher geschrieben, in denen sie Hitler und den nationalsozialistischen Staat kritisieren. Hitlers Deutschland war nicht für alle perfekt. Man darf nicht vergessen, dass es viele gab, die sich auf die Seite der Marxisten stellten und viele, die die Rückkehr des Königs wollten, was der Nationalsozialismus nicht zuließ. Einige Menschen lebten in Deutschland und arbeiteten heimlich daran, das Geschaffene aus eigennützigen Gründen zu untergraben. Der 20. Juli zeigte, wie weit diese Verräter gehen würden. Sie weigerten sich, an einer Regierungsform teilzunehmen, die die Macht wirklich an das Volk verteilte, und sie wollten sich diese Macht zurückholen. Es gab auch Opportunisten, die wussten, dass die Alliierten den Nationalsozialismus und Hitler hassten, also übertrieben sie ihren Widerstand und halfen unseren Feinden, so gut sie konnten, um einen Platz in der Nachkriegsregierung zu bekommen. Sie wurden dafür bezahlt, die übelsten Geschichten zu schreiben, die selten der Wahrheit entsprachen. Sie ließen die Leute glauben, dass die Gestapo an jeder Straßenecke stand und alle Deutschen ausspionierte. Ich habe das nie gesehen und hatte auch nie Probleme. Die Familien der Juli-Verräter konnten ihre Wut an unschuldigen Opfern auslassen, die nur ihre Pflicht taten. Auch der Klerus wurde in das Geschehen hineingezogen, obwohl das nationalsozialistische Deutschland sehr christusfreundlich war.
Als unsere Gesetze dem selbstherrlichen Klerus etwas Macht nahmen, beschlossen sie, dass das ganze System böse und gottlos war. Man darf auch nicht vergessen, dass die Alliierten mit eiserner Faust regierten und zeigen konnten, auf welcher Seite sie wollten. Die große Mehrheit der Deutschen wusste, dass Hitler im Recht war und hielt ihn für einen großen Führer, wie es ihn nicht oft gibt. Daran änderte sich auch nichts, als sie im Krieg die schlimmsten Momente ihres Lebens erlebten. Die meisten Menschen waren klug genug, die Lügen der Alliierten zu durchschauen und verstanden, dass ein Krieg nicht in Hitlers Plänen lag. Veteranen, die Bücher geschrieben haben, haben Redakteure und Assistenten, die kontrollieren, was sie sagen. Heute nennt man das politisch korrekt, also könnten sie nicht die Wahrheit sagen, selbst wenn sie es müssten. Sie wollten es tun. Einige haben das, was ich das Stockholm-Syndrom nenne. Sie sind durch den Krieg so traumatisiert, dass sie in das feindliche Lager übergelaufen sind. Einige haben vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Gestapo gemacht, aber ich bezweifle das. Ich glaube, dass sie mental von allen akzeptiert werden wollen und deshalb Übertreibungen und Halbwahrheiten hinzufügen. Alle Deutschen, die ich getroffen habe, haben nur Gutes über ihre Kameraden und den Führer gesagt. Am Ende des Krieges desertierten einige Soldaten oder wurden, wie ich erfahren habe, auf Befehl der Kommandeure nach Hause geschickt, weil der Krieg verloren war. Die meisten Menschen wussten, dass der Krieg 45 Jahre später nicht mehr zu gewinnen war. Wir haben nur gekämpft, um das Unvermeidliche hinauszuzögern und den Menschen im Osten die Flucht zu ermöglichen. Die Geschichten über den Mob, der Soldaten aufhängt, sind nicht wahr. Das passierte nur sehr selten, vor allem am Ende des Krieges. Es gibt eine Geschichte von der SS-Division der Hitlerjugend, in der ein Junge nach der Ardennenoffensive desertierte und Panzer Meyer redete mit ihm, anstatt ihn vor ein Erschießungskommando zu stellen. Der Soldat erhielt später das Eiserne Kreuz und diente gut. Er desertierte nur, weil er seinen besten Freund im Kampf verloren hatte. Meyer war ein mitfühlender Führer, wie viele Offiziere und Unteroffiziere in der SS. Ein Junge in meiner Kompanie hatte beide Eltern verloren und hatte eine Schwester, die allein geblieben war. Unsere Beamten gaben ihr einen langen Urlaub und Geld, um sich um sie zu kümmern. Sie gaben ihr einen Schreibtischjob, um sicherzustellen, dass sie überlebte. Das ist die Wahrheit darüber, wie SS war. Hollywood lügt alle an. Wie sehen Sie die Handlungen der Goebbels, die ihre Kinder und sich selbst töten? Man muss den Hintergrund der damaligen Zeit betrachten. Tatsache war, dass die Rote Armee Frauen vergewaltigte und Tod und Verzweiflung brachte, wo immer sie hinkam. Mussolini wurde mitsamt seinem Gefolge ermordet und von marxistischen Partisanen durch die Straßen geschleift. Die Welt, die den Kindern der Führer hinterlassen würde, wäre keine freundliche Welt, wie wir gesehen haben. Welchen Weg würden sie einschlagen, wenn sie befürchteten, dass ihre Kinder vergewaltigt und gefoltert werden würden? Sie wählten den einzigen Weg, von dem sie wussten, dass er dies verhindern würde. Das war nichts Neues. Das hatte es in der Geschichte schon einmal gegeben, aber aus Angst vor dem, was passieren könnte, wählten sie einen Ausweg. Es ist eine traurige Episode, aber angesichts des Verhaltens des Feindes sehr verständlich. Bereuen Sie es, in der SS gedient zu haben? Ich bedauere nur, dass ich nicht in einem reiferen Alter eintreten konnte. Ich sah, wie sich ein Offizier erschoss, weil er wusste, dass der Krieg vorbei war und er nicht in einer Welt ohne Nationalsozialismus leben wollte. Ich hätte mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass er die Stimme dessen sein muss, was wir gesehen und durchgemacht haben. Ich wäre ein besserer Soldat gewesen, ich hätte meinen Glauben an das, wofür wir gekämpft haben, nicht unterdrückt. Die SS hat nie gezaudert und ist auch in der Niederlage treu geblieben. Das können nur sehr wenige militärische Formationen von sich behaupten. Ich bin froh, dass ich als Mitglied gezählt wurde. Rückblickend haben uns die Lügen, die die Sieger über den Waffen und Deutschland im Allgemeinen erzählt haben, stärker gemacht. Diejenigen, die dabei waren, kennen die Wahrheit. Viele waren einfach nicht in der Lage, sie zu sagen. Ich bin immer mutig und furchtlos gewesen. Ich habe gelesen, dass letztes Jahr ein Großvater in Köln verhaftet wurde, weil er seinem Enkel die Wahrheit über die Lager erzählt hat. Dort. Es gibt viele Geschichten wie diese. Ich habe für diese Menschen gekämpft, damit sie frei sein können. Und ich wünschte, wir hätten gewonnen. Das ist es, was ich am meisten bedauere. Was ist mit der religiösen Verfolgung, die die katholischen und protestantischen Konfessionen nach eigenen Angaben unter dem Hitler-Regime erlitten haben? Ich finde dieses Thema sowohl absurd als auch beschämend.
Das nationalsozialistische Deutschland war sehr christusfreundlich. Alte Kirchen erhielten sogar Sondermittel, um sie zu renovieren und ihre Geschichte zu bewahren. Selbst in den vermeintlich gottlosen Kirchen waren die meisten Männer religiös. Nur wenige waren Heiden oder Atheisten. Wir nahmen an den Gottesdiensten auf dem Schlachtfeld teil, ebenso wie andere Einheiten. Viele Priester und religiöse Führer meldeten sich freiwillig, um ihrer Nation zu dienen. Ich glaube, es waren etwa 17.000, die an der Front dienten. Sie hatten nichts zu befürchten. Die Partei arbeitete eng mit der Kirche zusammen, um sicherzustellen, dass die Grenzen nicht überschritten und die Füße nicht mit Füßen getreten wurden. Probleme gab es dann, wenn einige Mitglieder der Kirche gegen die Kriegsgesetze verstießen, und hier kam die Gestapo ins Spiel. Ein Beispiel dafür war ein Kloster in Österreich, das Partisanen und Regierungsgegner versteckte und ihnen somit half. Heute werden solche Kämpfer als Terroristen bezeichnet und diejenigen, die ihnen helfen, als Unterstützer des Terrors. Die Polizei und die Sicherheitsdienste entdeckten viele, die wissentlich gesuchten Verbrechern Unterschlupf gewährt und dann gelogen hatten, um ihnen zu helfen. Als sie verurteilt wurden, landeten sie natürlich in Gefangenenlagern wie Dachau. Das zeigt die Menschlichkeit des Nationalsozialismus, denn wäre dies Russland gewesen, hätte man sie ausgeführt. Es ist beschämend, dass diese Menschen nach dem Krieg die Regierung dafür kritisiert haben, dass sie gegen sie vorgegangen ist. In jeder Nation, die im Krieg kämpfte, gab es das gleiche Problem. Sogar in den Vereinigten Staaten und Großbritannien halfen die Kirchen geflohenen Gefangenen und Zufluchtsuchenden. Wenn sie gefasst wurden, gab es Strafen. Ich erinnere Geistliche, die sich schlecht über Hitler äußern, daran, dass sie froh sein können, nicht in Russland leben zu müssen, wo Stalin sie vorsorglich alle zusammengetrieben und getötet hätte. Die meisten Historiker sind sich darin einig, dass die Bolschewiki 30 Millionen Christen in ganz Europa auf billige Weise umbrachten. Weiter geht es mit dem Interview mit Gruppenführer Wilhelm Monke. General Monke, ich danke Ihnen, dass Sie mir erlauben, Sie zu begrüßen und mit Ihnen zu sprechen. Wenn Sie gestatten, möchte ich Sie zunächst fragen, was Sie dazu bewogen hat, der SS beizutreten. Ja, mein junger Herr, das ist für mich leicht zu beantworten. Damals gab es in Deutschland nur einen Weg, wenn man ein gutes Leben haben wollte. In den 30er Jahren war es klar, dass Hitler der Führer sein würde. Die NSDAP gewann mehr Stimmen als jede andere Partei. Es war das Schicksal Deutschlands, Hitler zu gebären, der die Nation vor dem roten Terror rettete. Gleichzeitig baute Himmler innerhalb der Partei eine Elitegarde auf, die nur Hitler gegenüber loyal war. Die Mitgliedschaft wurde nur den besten deutschen Blutes angeboten und ich fühlte, dass ich dazugehörte. Ich beantragte die Mitgliedschaft im Jahre 31 und blickte nie zurück. Ich fühlte mich einem Orden von Brüdern zugehörig, die geschworen hatten, den Führer zu schützen und die einen Eid nur ihm gegenüber schworen. Ich muss also sagen, dass ich es nicht bereue und es gerne wieder tun würde, ungeachtet des hohen Preises, den wir am Ende zahlen mussten. Ich habe gehört, dass Sie aktiv an der Schlacht um Polen teilgenommen haben. Darf ich fragen, wie es für Sie war und was Sie von den polnischen Soldaten hielten? Ja, das war unser erster Kontakt mit dem Krieg. Ich war im Regiment der Leibstandarte, als wir die Grenze überschritten. Am Anfang war wenig los. Unser Weg war es, ein Dorf nach dem anderen zu befreien und als Befreier begrüßt zu werden. Ich erinnere mich noch daran, wie die Menschen weinten, als wir ankamen. Die Polen waren hart zu vielen Deutschen, die gezwungen waren, unter ihrer Herrschaft zu leben. Die Kameraden hatten das Pech, einige der Ergebnisse der umherziehenden Milizen zu sehen, die Jagd auf Deutsche machten. Niemand hier will jetzt darüber sprechen. Es ist allein an uns, die wir diese Dinge gesehen haben, die Wahrheit zu sagen. Einige in Polen hassten alles, was deutsch war. Sie führten schon kurz nach dem Ersten Krieg Krieg gegen sie. Als Hitler anfing, mit ihnen über die Wiedervereinigung des Landes mit Deutschland zu sprechen, das ihnen durch den Versailler Vertrag gestohlen worden war, verloren sie den Kopf. Anstatt zuzuhören und sich auf Handel oder andere Entschädigungen zu einigen, sprachen sie von Krieg. Aus Gesprächen mit V. Ribbentrop weiß ich, dass sein Vater sich fieberhaft um eine friedliche Lösung der Frage bemühte. Die Polen weigerten sich und entluden ihren Hass gegen die unschuldige Zivilbevölkerung, die zurückblieb und nicht ins Reich flüchtete. Was die polnischen Soldaten betrifft, so habe ich Respekt vor ihnen, denn sie haben hart gekämpft, selbst als alle Hoffnung verloren war. Die Armee hat ihre Ehre nicht verloren, aber einzelne Soldaten haben sich wie Verbrecher verhalten, die anschließend bestraft werden mussten. Eines möchte ich sagen, am Ende haben wir sie sehr gut behandelt. Wir haben sie als stolze Armee in die Gefangenschaft marschieren lassen
und dann wurden sie entwaffnet und die meisten von ihnen nach Hause geschickt. Diese Geschichten, die sie heute erzählen, können nicht wahr sein und sollen uns als Feiglinge und Verbrecher diskreditieren. Da ich verwundet war, habe ich den Abschluss des Feldzugs nicht erlebt, aber meine Kameraden haben mich informiert. Ich wurde zur Genesung in das Protektorat Böhmen und Mähren geschickt. Wie wurden Sie im Protektorat behandelt? Ich war 1938 BE der Wiedervereinigung dabei. Und dann wurden wir gebeten, den Rest des Landes zu schützen. Es war ein treuer Verbündeter Deutschlands bis zum Ende, als die Partisanen und die Sowjets das Land überfluteten. Dann griffen sie die verbliebenen Deutschen an und töteten viele unschuldige Menschen. Viele SS-Männer wurden hierher geschickt, um sich von ihren Verwundungen zu erholen, und wir wurden sehr gut behandelt. Ich hatte nichts anderes erwartet, denn die Menschen waren glücklich, dass es ihnen unter dem nationalsozialistischen Regime gut ging. Es handelte sich um ein Gebiet, das von Deutschland geschützt wurde und unter Heydrichs Kommando stand. Ich traf ihn im Krankenhaus. Er und andere Mitglieder kamen, um den Verwundeten alles Gute zu wünschen. Ich war beeindruckt. Später wurde er als Generaljagdflieger. Können Sie sich das vorstellen? Er war ein Mann mit vielen Talenten, das steht fest. Soweit ich weiß, kannte er Lina Heydrich. Sie war eine gute Frau. Die jungen Männer brachten uns Karten und die Frauen backten uns Kuchen und Süßigkeiten. Ich sah ein Volk, das nicht unterdrückt war und sehr glücklich schien, unter deutscher Herrschaft zu leben. Wir gingen spazieren und ich sah keine bösen Gesichter. Die Leute hatten gerne unser Geld, das ist sicher. Wir gingen zum Essen, ins Kino und zum Einkaufen. Zu sagen, dass wir sie unterdrückt und terrorisiert haben, ist nicht wahr. Sie haben auch in Frankreich gekämpft. Darf ich Ihnen dieselbe Frage stellen? Wie war es dort und was halten Sie von den Franzosen? Nun, Sir, nachdem ich geheilt und zu meiner Einheit zurückgekehrt war, hatten wir eine Menge Training zu absolvieren. Polen hat bewiesen, dass wir die Kampftaktik verfeinern und den Zusammenhalt stärken mussten. Viele von uns drängten darauf, dass die Panzer hier als Armee eingesetzt werden sollten. Sie waren der Hammerschlag, den wir brauchten, um die Verteidigungslinien zu durchbrechen. Unser Problem war, dass es zu wenige von ihnen gab. Aber Himmler und die Generäle hatten die gleiche Vision. Später hatten wir dank der Ausbildung der SS-Männer die besten Panzerdivisionen. Frankreich war ein viel härterer Kampf als Polen. Hier trafen wir auf die Briten. Sie konnten sehr hartnäckig sein und kämpften manchmal bis zum letzten Mann. In diesem Kampf hat die deutsche Hauptoffensive die Alliierten in zwei Hälften geteilt und ihnen eine schwere Niederlage zugefügt. Wir hatten die Nordroute, wo die meisten ihrer Kräfte lagen. Die Leibstandarte hatte es also schwer. Ebenso wie der Totenkopf, der durch eine britische List schwere Verluste erlitt, wie es heißt. Als die Alliierten in Dünkirchen eindrangen, wussten wir, dass es vorbei war. Die Straßen waren mit französischen Flüchtlingen verstopft, denen wir oft helfen mussten. Wir hatten keine Feindseligkeit gegenüber den Franzosen, sie waren unsere alten Feinde, aber ich erinnere mich an eine Rede von Himmler. Er sagte uns, dass dieser Krieg ein Rassenkrieg um das Überleben der Europäer sei und dass wir sie wie Rassenbrüder behandeln müssten, und das taten wir auch. Das werden Sie in Ihren Lehrbüchern nicht finden, mein Herr. Haben Sie jemals einen Einsatz im Osten gesehen? Ich war nicht mehr jung, wurde auf dem Balkan schwer verwundet und kam dann in die Reserve, wo ich die Ersatzeinheit der Leibstandarte betreute. Diese Aufgabe übernahm ich bis 43, als die neue Division der Hitlerjugend gegründet wurde. Ich wurde zum Kommandeur ernannt und half dabei, aus den Jungs Soldaten zu machen. Ich habe gehört, dass Sie zu Beginn der Invasion in der Normandie waren. Wie war das? Und stimmt es, dass sich nur wenige deutsche Soldaten der Landung widersetzt haben? Ja, ich war in der Normandie, als die Invasion begann. Es war eine sehr harte Schlacht für uns. Wir haben unsere Jungs gut ausgebildet und ihre Moral war sehr hoch. Die Division war eine der wenigen Panzerdivisionen, die sich in Küstennähe befanden. Wegen der Unentschlossenheit der befehlshabenden Generäle verpassten wir eine Gelegenheit. Ich sagte, ich frage mich, auf wessen Seite sie standen, denn sie halfen den Alliierten so gut sie konnten und gaben dann dem Führer die Schuld für die Fehler. Ja, ich glaube, es stimmt, dass nur eine Handvoll Frontsoldaten gegen die Landung war. Wir sahen die offensichtlichen Lücken in der Verteidigung, die es den Alliierten ermöglichten, die Schiffe größtenteils zu verlassen und große Gebiete ohne großen Widerstand einzunehmen. Nur wenige Gebiete mit infanteriegestützter Artillerie leisteten starken Widerstand, und das waren nur wenige. Stellen Sie sich vor, was wir hätten tun können, wenn die Panzer und die Männer dort gewesen wären, um den Feind sofort nach seiner Landung anzugreifen. Unsere Geschütze hätten die Kanonenboote treffen und sie zurückdrängen können. Das Schicksal hat uns einen Streich gespielt. Unsere Truppen waren über ganz Frankreich verstreut und es dauerte Tage, bis sie in Aktion treten konnten.
Die 12. war gezwungen, sofort in die Defensive zu gehen, da die Alliierten unmittelbar nach der Landung Fuß gefasst hatten. Jeder Gegenangriff wurde mit Marinebeschuss und Luftangriffen beantwortet. Unsere Jungs gingen in die Defensive, um jeden Versuch, ins Landesinnere vorzustoßen, zu zerschlagen. Die Alliierten haben sich mit ihren weit überlegenen Streitkräften sehr gut behauptet. Wir hatten Schwierigkeiten, das Nötigste an Nachschub zu bekommen. Unsere Leute mussten sich nachts bewegen, um Nachschub zu liefern, denn der Tag gehörte den Jabos. Diese verdammten Kerle schossen auf alles, was sich auf den Straßen befand, sogar auf Krankenwagen und Zivilisten. Ich war auf einem Gefechtsstand, als ich sah, wie britische Piloten französische Flüchtlinge angriffen, die gegen unseren Willen nach Caen zurückkehrten, um sich den Schaden anzusehen. Die Alliierten bombardierten viele normannische Städte, um uns keine Deckung zu geben. Ich habe die vielen Leichen gesehen, die diese Aktionen hinterließen. Mussten unsere Jungs beim Vergraben helfen. Ich habe gehört, dass sie für ihren Einsatz in der Normandie mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet wurden. Ja, das stimmt. Es ging vielmehr darum, Rückzugsräume in der Tasche offen zu halten. Unsere Streitkräfte konnten die alliierte Armada 2 Monate lang in der Bocage aufhalten, aber sie waren überwältigend stark. Sie wurden immer stärker, während wir immer schwächer wurden. Im August hatten sie genug Kräfte zusammengezogen, um unsere Linien in 2 Hauptbereichen zu durchbrechen. Dann drohten sie uns einzukesseln und wir zogen uns zurück, um die Armeen zu retten. Es war die Aufgabe der Hitlerjugenddivision, ein Gebiet offen zu halten, um dem Hauptteil den Rückzug zu ermöglichen. Gegen schwere Boden- und Luftangriffe hielten wir einen Korridor offen, der viele Kameraden rettete. Ich war sehr stolz auf meine Jungs und ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein. Für die Führung und die Rettung wertvoller Ausrüstung wurde ich mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Herr General Mohnke, wenn Sie gestatten, möchte ich Sie zu einem heiklen Thema befragen. Den alliierten Vorwürfen von Kriegsverbrechen gegen die SS. Ich weiß, dass die Leibstandarte beschuldigt wird. Britische Gefangene in Frankreich, kanadische Gefangene in der Normandie und amerikanische Gefangene in Malmedy erschossen zu haben. Darf ich Sie um Ihre Meinung zu diesen Vorwürfen bitten? Ja, junger Mann, das sind sehr ernste Behauptungen, die gegen uns erhoben werden und die einfach nicht verstummen wollen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass vielen von uns sehr deutlich gemacht wurde, dass wir nicht versuchen sollten, diese Versionen zu leugnen, die von den Siegern des Krieges erzählt werden. Aus diesen Gründen spreche ich nicht über dieses Thema, es sei denn, es handelt sich um einen vertrauten Freund. Sie müssen verstehen, was ich bereit bin, mit Ihnen zu teilen. Denn ich muss vorsichtig sein. Nach dem Krieg wurde ich von der Presse und den Beamten der Alliierten schikaniert. Ihre Medien, die an die deutschen Sitten und Gebräuche nicht gewöhnt waren, hielten uns für unhöflich und vulgär, weil wir uns über ihren Mangel an Objektivität empörten. Sie nannten uns Nazischläger, weil wir ihnen sagten, dass sie Lügner und Diener unehrlicher Interessen seien. Es wurde uns nie gestattet, diese Behauptungen über die Erschießung von Gefangenen vollständig zu widerlegen. Sie erzwangen Geständnisse von unseren Männern, um zu versuchen, denjenigen zu belasten, den sie reinlegen wollten. Ein Soldat unter meinem Kommando kam zu mir und fragte mich, er entschuldigte sich und sagte, die Amerikaner hätten ihm Versprechungen gemacht, wenn er schlecht über mein Kommando reden würde. Diese Männer hatten die Hölle durchgemacht und wollten einfach nur nach Hause zu ihren Lieben. Die Alliierten hatten ihnen dieses Versprechen gegeben, wenn sie zustimmten, sie verrieten ihre Kameraden. Viele haben das getan und das hat den Tod von unschuldigen Männern verursacht. Ich kann nicht wütend sein. Denn es liegt in der menschlichen Natur, sich selbst und seine Lieben zu schützen. Ich habe einige der Aussagen derjenigen gelesen, die behaupten, solche Begegnungen überlebt zu haben, und sie ergeben für mich keinen Sinn. Alle diese Geschichten haben das gleiche Ziel, nämlich die SS als eine böse Macht darzustellen, die auf die Ausrottung der Rassen aus ist. Sie benutzen Kriegsverbrechergeschichten als Grundlage für Angriffe auf Menschen, die Rassen sehen oder eine Rassentrennung wünschen. Es sind immer dieselben Leute, die diese Geschichten verbreitet haben. Die Erzählungen der Überlebenden ergeben keinen Sinn. Sie sprechen davon, dass Gefangene in Scheunen gepfercht wurden, Granaten geworfen wurden und so weiter. Was auf eine bewusste Kaltblütigkeit schließen lässt, die diese jungen Männer nicht besaßen. Es gab ständige Befehle, dass die Gefangennahme von Gefangenen für die Aufklärung wichtig war und dass es das Richtige war, wenn die Kämpfe vorbei waren. Ich habe mit eigenen Augen die riesigen Kolonnen von Gefangenen gesehen, die von der Leibstandarte hereingebracht wurden. Es hätte absolut keinen Grund gegeben, einen besiegten Feind zu töten. Deshalb vermute ich, dass die Überlebenden lügen, dass sie Geschichten über Morde erfinden, um sich an uns zu rächen. Es gab viele kleine Aktionen und ich weiß persönlich, dass die Briten sich in den Häusern versteckten und auf uns schossen und dann wurden sie mit Granaten vernichtet.
War es ein Massaker, weil sie von einem Keller aus kämpften? Ich werde Ihnen sagen, dass meine Männer alles taten, um sie gefangen zu nehmen, manchmal unter Einsatz ihres Lebens. Wir haben sie nie als unsere Feinde betrachtet, sondern nur als fehlgeleitete Brüder, die wir bekämpfen mussten. Uens zu unterstellen, wir hätten sie absichtlich getötet, ist eine Beleidigung für die guten Eigenschaften, die die SS-Männer besaßen. Es gibt eine Ausnahme, die ich Ihnen gegenüber erwähnen muss. Die Kanadier waren unter meiner Aufsicht bei der Hitlerjugend. Und ich möchte noch einmal sagen, dass es nie einen Befehl gab, keine Gefangenen zu machen. Es gab jedoch Befehle, die erbeutet wurden und aus denen hervorging, dass eine kanadische Einheit keine SS-Gefangenen nahm. Ich erinnere mich daran und an die vielen Diskussionen, die dies auslöste und die Meyer beendete. Trotz des kanadischen Befehls, der als falsch oder zweifelhaft angesehen wurde, war unser Befehl klar, dass Gefangene gemacht werden sollten. Ich habe gehört, dass einige Jungs Gefangene abgeschossen haben, bevor dieser Befehl ausgegeben wurde. Darauf habe ich wegen der schweren Kämpfe nie eine positive oder negative Antwort erhalten. Allerdings kann ich diese feindlichen Geschichten nicht glauben. Was Malmedy betrifft, so war es kein Massaker. Ich habe mit vielen Kameraden gesprochen, die dort waren. Die Amerikaner waren eine Gruppe undisziplinierter Cowboys, die versuchten, den Kampf wieder aufzunehmen, nachdem sie die Verwirrung der Wachen gesehen hatten. Einige nahmen Gewehre in die Hand und begannen zu rennen. Dann schossen sie auf sie, was andere dazu veranlasste, das Feuer auf die gesamte Gruppe zu eröffnen. Ein tragischer Fehler, der von den undisziplinierten Amerikanern verursacht wurde, die das Feuer erwiderten und die stehenden Soldaten trafen. Auch hier gab es keinen Befehl, die Gefangenen zu erschießen, sondern nur, sie gut zu behandeln und ihre Wunden so gut wie möglich zu versorgen. Halten Sie das Bild von den Waffen als Kriegsverbrecher für ungerechtfertigt? Ja, wir waren einfach Soldaten, die dem Ruf der Nation in einer Zeit des Krieges folgten. Wir kämpften mit Ehre und Anstand und zeigten Gnade gegenüber Feinden, die es eindeutig nicht verdient hatten. Wir wurden sogar dazu gezwungen, untereinander und gegen unsere eigene Nation zu kämpfen. Einige Kameraden vertreten die Auffassung, dass die Totenkopfs die Bösen waren und alle anderen die Guten, nur um die Sieger zu beschwichtigen und weniger schuldig auszusehen. Das sollten Sie nicht, denn der gesamte SS-Komplex ist unschuldig. Wir haben getan, was wir tun mussten, um einen Krieg zu gewinnen. Wenn das bedeutete, Menschen, die als Feinde galten, zur Arbeit in Lager zu stecken, dann mussten wir das tun. Es gab keinen Plan, irgendjemanden zu töten. Sie waren für uns als Arbeitskräfte zu wertvoll. Ich war während des Krieges in einem dieser Lager und sah, wie junge Männer Uniformen nähten. Jeder, der arbeiten konnte, hat gearbeitet. Sie waren alle sehr glücklich und schienen gut behandelt und ernährt zu werden. Ich verstehe all diese Geschichten nicht, die nach dem Krieg veröffentlicht wurden. Die Alliierten sind Meister der Propaganda und sie haben die Menschen überzeugt, an das Unmögliche zu glauben. Ich frage mich, ob einige der Produzenten von Anti-Nazi-Sendungen wissen, wie sehr sie die Menschen für die andere Sichtweise sensibilisieren. Sie zeigen glückliche, gesunde Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, und es macht keinen Sinn, Menschen zu töten, die einem helfen. Genauso wie das Töten von Gefangenen die Feinde nur dazu einladen würde, das Gleiche mit einem zu tun. Ich weiß, dass Sie Hitler kannten, vor allem im Bunker. Darf ich Sie fragen, ob die Geschichten, dass er wie ein Verrückter geschrien hat, wahr sind? Ich bin dem Führer viele Male begegnet. Ich war in seiner ursprünglichen Garde. Ich kann sagen, dass er ein sehr freundlicher, ruhiger und intelligenter Führer war. Selbst als ich ihn 45 Jahre später im Bunker sah, als es ihm am schlechtesten ging, sah er immer noch wie der Führer aus, den ich kannte. Er war traurig und ich konnte in seinen Augen den Ausdruck der Niederlage sehen. Ich habe keinen der Ausbrüche gehört oder gesehen, die andere gesehen haben wollen. Denken Sie daran, dass sich mit der Wahrheit über den Führer keine Bücher verkaufen und keine Filme gedreht werden können. Der Welt wurde gesagt, dass er nur auf eine Art und Weise war. Und das ist die einzige Art und Weise, wie er gezeigt werden wird. Alles andere wird unterdrückt und begraben. In Wirklichkeit war er bis zu seinem letzten Tag ein großer Mann, der gezwungen war, gegen die Weltmächte in den Krieg zu ziehen. Ich denke, wir alle hoffen, dass eines Tages, und ich weiß, dass ich diesen Tag nicht erleben werde, weil ich ihn schon einmal erlebt habe, die Wahrheit ans Licht kommen wird. Er wird nicht immer als der böse Mann und wir als seine Lakaien gesehen werden, die ihm folgen. Es wird eine Zeit in der Zukunft kommen, in der die Wahrheit den Hass und die Lügen unserer Feinde überwinden wird, wie solide sie auch immer erscheinen mögen.